Hallo und herzlich willkommen bei Schoki Banoki Daily, deine tägliche Portion Angeberwissen. Das daneben mir ist der Sascha. Ja. Und ich bin der Marc. Ja. Heute hat Geburtstag am 8. Oktober Angus T. Jones. Kennst du? Woo! Spielt die Rolle von Half-Man. Jawohl, das ist der Half-Man. Two and a Half-Man. Two and a Half-Man. Ja, genau. Ja. Kennst du die Serie? Ja. Findest du gut? Ja, ich gucke die manchmal. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt mir jetzt jede Staffel da irgendwie angeguckt hätte, aber ab und zu mal, ja, ganz gerne. Ja, doch. Ich kenne auch ein paar. Mit Charlie Sheen ist ganz lustig gewesen. So. Ja, ich kenne auch nicht alles irgendwie so ein bisschen. Ja, am 8. Oktober war noch etwas, ist was passiert? Ja, 1957 ist die Viererkoalition. Achso, warte mal, pass mal auf, hier, Angus T. Jones. Hier, so sah er ja in der Serie aus. Ja. So sieht er heute aus. Machen wir weiter. Zacki? Ah! Okay, warte, ganz kurz. Zacki. Oh, richtig. Hier, das ist er heute. Der ist heute Kiffer oder was? Nee, der ist heute richtig hübsch geworden. Also richtig... Richtig hübsch geworden. Richtig hübsch. Ja, genau. Richtig hübsch. Ja. Also aber wirklich, egal. Also 8. Oktober. Was war noch am 8. Oktober? Ja, 8. Oktober nach dem Zerbrechen der Viererkoalition, bestehend aus SPD, Bayernpartei, FDP und GBHBE. In Bayern tritt Ministerpräsident Wilhelm Hoegner hinter uns zurück und von da an regiert die CSU richtig. In Bayern. Junge! Es wäre spannend und sächsisch hier abgeglitten, aber ich muss ja eigentlich ja, Bayern. Bayerisch sprechen. Ich will ja Moos und ich will ja Hoxen. Ich will ja Moos und Hoxen. Ja, jetzt habe ich es wieder. Ja. Und am 8. Oktober ist auch ein Film erschienen. Am 8. Oktober 1987 Dirty Dancing. I had the time of my life and I never. Okay. Ja, also singen kann er ja nicht, aber das macht ja nichts. Du musst ja auf der Bühne nicht singen. Richtig. Sondern du musst ja nur erzählen und Gedanken lesen. Richtig, ja. Ja. Dirty Dancing ist erschienen 1987, fandst du gut? Großartig. Ich war sogar mit meiner Frau in Hamburg damals in der Flora und habe mir das Musical angeguckt. Musical? Ja, ja, da waren wir frisch verliebt, da habe ich sowas noch gemacht. Finde ich voll ätzend, Musical. Oh. Aber das war ganz gut gemacht. Die hatten sogar diese Hebefigur-Szene im Wasser. Müssen hatten sie ja. Hatten so schön dargestellt. Im Wasser? So im Wasser, ja. Die hatten extra ein Wasserreservoir und so weiter. Ach du Jemine. Ja, die haben da ganz schön Aufwand betrieben. Nee, finde ich nicht gut. Musical finde ich nicht gut. Nein, nein, nein. Nee. Aber macht ja nichts, am 8. Oktober ist ja noch was gewesen. Ja, und zwar am 8. Oktober 1871 gab es einen großen Brand in Chicago. Oh, der große Brand von Chicago. Ja, der hat fast die ganze Stadt beseitigt und hat auch bis zum 10. Oktober gedauert. Wenn ihr jetzt rausgeht und ein bisschen klugscheißen wollt, dann sagt ihr hier... Heute, am 8. Oktober, war der große Brand von Chicago. Dirty Dancing ist erschienen. Oh. Und Angus T. Jones hat Geburtstag. Oh, was war noch? Sag mal schnell. Und Chicago ist abgebrannt. Nee, hast du das schon erwähnt? Ja. Hoegner. Hoegner. Ja, genau. Hoegner hat die Ära der CSU in Bayern eingeleitet. Jawohl. Jawohl, ich sag dir, dann könnt ihr das draußen an der Theke oder irgendwo, könnt ihr das jemandem erzählen. Richtig. Oder könnt ihr mal so einen richtigen geilen Aufriss richtig. Machen. Mit, weil mit Wissen richtig. Kann man ja viel besser punkten als mit Aussehen. Wir sehen uns morgen wieder bei Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich sag Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski.